Homburg-Kirberg im Juni 2020. Ja, mitten in der Corona-Zeit hat Christoph Fest zwei Häuser hingezimmert, hätte ich fast gesagt. Ja, nee, in bauwerklicher Kunst, also wirklich von lokalen Handwerkern gefertigt hier in Homburg-Kirberg. Die Häuser sind unweit von der Uni. Ja, grüß dich, Christoph. Hi, servus, grüß dich, Sven, hi. Ja, du hast die Stein auf Stein gebaut, das Ganze mit lokalen Handwerkern. Ja. Du hast da ziemlich viel Aufwand investiert. Wir gucken uns das gleich mal an. Die neueste Technik ist verwendet worden, aber auch nicht freiwillig, denn es gibt unglaublich viele Vorschriften, die einem vorschreiben, wie Häuser gebaut werden heutzutage, oder? Ja, da gibt es einiges. So, das berühmt-berüchtigte ist die NF, wird einigen ein Begriff sein. Und halt wie gesagt, ansonsten die örtlichen Bauvorschriften und die bauordnungsrechtlichen Vorschriften. Ja, man ist heißt, ein bisschen gebunden. Halt. Wärmedämmung, wir werden auch heute erleben, wir haben ein ganz modernes Heizsystem hier eingebaut, Fußbodenheizung überall, aber mit Wärmepumpen, mit Luftwärmepumpen. Das Ganze gucken wir uns mal an. Das Haus hat keinen Keller, das ist heutzutage nicht mehr wirtschaftlich, einen Keller zu bauen, wenn man einen hat. Schön, aber wir haben eine ganz große Möglichkeit, unter dem Dachboden was zu speichern. So, ich ziehe mal kurz die Schuhe aus, denn hier ist tatsächlich schon, ich sag mal, ein Parkett mit drin. Und man sieht auch schon direkt, es wurden ganz hochwertige Baumittel verwendet. Vielleicht fangen wir mal links an. Du hast mir erzählt, es gibt einige Leute, die haben vielleicht so ein kleines Nebengewerbe und so weiter. Hier könnte man auch ein Gästezimmer hinmachen. Die Häuser haben unglaublich viele Zimmer bei dir, gell? Ja, also wir haben hier 6 Zimmer insgesamt, über beide Etagen gehend. Und das Haus hat hier mit Terrasse gesehen knapp 138 Quadratmeter Wohnfläche. Die aber sehr gut genutzt sind. Also ich habe mir gerade eben gedacht, 138 kann man auch schlechter nutzen. Es gibt 2 Bäder. Genau, richtig, ja. Und das Haus nebenan ist eine Spiegelung von dem Haus hier. Das bedeutet also, alles das, was wir hier sehen, ist bei dem anderen Haus gespiegelt. Ja, genau so ist es, ja. So, ich zeige das mal ganz kurz. Ja, spannend ist natürlich das System von Buderus, eine Luftwärmepumpe, ist so ziemlich das Neueste, was es gibt. Ja, überall Fußbodenheizung, die kann man sehr sparsam laufen lassen. Du hast zu mir erzählt, im Moment Heizkosten komplett 80 Euro circa im Monat. Kommt das hin? Das kommt ungefähr hin, ja. 80 Euro, ja. Wobei, es hängt ja auch davon ab, welchem Stromanbieter ich bin. Wichtig ist auch noch, ihr habt LAN, also Cat7 gelegt, in alle Zimmer, denn es gibt ja auch Leute, die, ich sag mal, kein WLAN möchten oder aus diversen Gründen. Das heißt, ihr habt wirklich in fast jedem Zimmer habt ihr ein LAN-Kabel liegen. Ja, also halt wie gesagt, also wir dachten uns das, weil wie gesagt, es gibt ja Leute, die wollen das WLAN aus gesundheitlichen Gründen nicht im Haus haben. Und um den Leuten auch gerecht zu werden, ist das von uns so geplant worden. Ja, ihr habt da einen ganz tollen Boden. Ja, ihr zählt auf das lokale Handwerk. Unter anderem hat die Firma Bickelmann diese Treppe gebaut. Sie kommt aus Saarbrücken. Ja, genau, ja. Auch liebe Grüße an den Valentin, falls er zuschaut. Ja, es ist wirklich gut gemacht. Ja, ein ganz großes Thema ist das Thema Gewährleistung. Du selbst hast bei lokalen Handwerkern eine Gewährleistung von 5 Jahren. Die hat man sowieso gesetzlich. Aber so das Durchsetzen von Gewährleistungsansprüchen, das war dir extrem wichtig. Das heißt, wenn man hier irgendwelche Kleinigkeiten oder auch größere Sachen sind, du kannst dich auf lokale Handwerker beziehen. Genau so ist es, ja. Das war mir auch ein Kernanliegen, hier mit solventen, guten Firmen auch zusammenzuarbeiten. Also nicht mit Eintagsfliegen, die morgen weg sind vom Markt. Ja, das Schöne ist, ich habe eine ganz große Außenanlage, die wird aber noch gemacht. Die ist im Moment gerade in der Mache, wie man schön sieht, ja. Vorne. Ich habe ein tolles Raumgefühl. Ich stelle mich mal kurz in die Ecke. Das ist eine ganz offene Küche. Das lieben die Frauen. Ja, ich gehe davon aus. Ja. Ja, bei uns auch. Ich musste nämlich extra eine Wand rausholen bei mir. Da war nämlich noch die Küche getrennt früher. Aber hier ist es schon komplett offen. Das heißt, also ich komme rein. Es ist hier unten also eigentlich alles zum Wohnen abgetrennt. Ich habe aber hinten noch ein Bad und noch ein Gästezimmer. Genau so ist es, ja. Man könnte zum Beispiel jetzt auch hingehen, ja, zum Beispiel hier zum Beispiel jetzt noch eine Tür hinmachen, dann hätte man den Bereich vorne etwas abgetrennter und könnte dann vorne, sage ich jetzt mal, wenn man selbstständig ist oder Nebengewerbe, noch Kunden empfangen. Ja, man hat auch eine Küche, die habt ihr jetzt mal reingemacht. Ich kann mir sogar auf dem Haus nebenan sogar noch die Farben wählen. Ihr habt so einen Rahlfächer hier unten liegen. Das heißt also, ich kann mir Wandfarben und so weiter noch aussuchen, das Parkett eventuell noch. Man kann sogar Eigenleistung drüben im Rohbau noch investieren. Das ist hier beim Musterhaus natürlich nicht möglich. Nee, das ist natürlich hier im Musterhaus ist alles soweit fertig.
Aber drüben sind Eigenleistungen auf Wunsch noch durchführbar, außer die Fliesenarbeiten, weil das ist nämlich nicht so einfach, wie es aussieht. Genau, also da warnst du. Ja, hier außen. Mach mal kurz raus. Genau, wenn du so lieb bist, mal kurz aufmachst. Ich habe entsprechende Rollos, Jalousien, das sehen wir auch gleich nochmal ganz stark. Hier ist eine Luftwärmepumpe mit drin, da kommt auch nochmal eine Glasscheibe davor mit LEDs. Das ist Hightech, sie ist auch nicht sehr laut, das heißt, man hört sie kaum. Und ich habe eine ganz große, unverbaubare Außenanlage. Das heißt, hier kann ich dann wirklich dann im Sommer sitzen. Es kommt wahrscheinlich eine Trennwand zwischen den beiden Häusern noch? Ja, auf jeden Fall. Da kommt noch eine massive Trennwand hin. Die ist 5 Meter lang ist die, von der Hauskante aus gemessen. Und halt, wie gesagt, da hinten zum Beispiel diese Eiche rechts, die haben wir extra bei den Rodungsarbeiten noch stehen lassen, weil ich denke, gerade jetzt im Sommer ist das ein sehr schöner Schattenspender. Oder man kann es auch indirekt anstrahlen von unten. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Prima. Gut, gehen wir mal hoch. So, Küche habe ich gezeigt. Vielleicht zeigen wir noch mal ganz kurz den Hauswirtschaftsraum. Hier ist nämlich die Wärmepumpenanlage drin. Das ist eine Luftwärmepumpe, das heißt, ihr musstet keine Bodenarbeiten machen. Da ist auch eine Therme mit drin. Ja, genau, so ist es. Da ist noch hier ist noch ein 500 Liter Speicher drin. 500? Ja. Cool. Mhm. So, und die kann sogar richtig heiß machen, wenn man das möchte. Man kann es aber sich ganz genau einstellen, wie hart oder wie heiß das Ganze sein soll. Ihr habt eine Haustechnik mit verbaut. Ich habe 2 verschiedene Stromzähler sogar mit drin. Also falls ich zum Beispiel einen Sondertarif bekomme für die Wärmepumpe, kann das auch extra beim Stromversorger beantragt werden. Ich glaube sogar gemischt. Ja, hier kommen 3 Phasen an. Das heißt, ich habe Drehstrom, Starkstrom. Genau so ist es, ja. Genau, wenn du so lieb bist, mal aufmachst. Ja, natürlich. So, und hier habe ich dann beide Zähler mit drin. Das heißt, links ist die Wärmepumpe. Die ist extra. Hier kann ich mir vom Anbieter natürlich einen speziellen Strompreis auch, einen Stromtarif dann auch besorgen. Der passt auf die Wärmepumpe oder auch nicht. So, und hier auf der rechten Seite habe ich den Haushaltszähler. Das sind die neuesten Zähler, die es gibt. Cool, ja. Sehr schön. Ansonsten, hier sieht man noch vielleicht einen Elektriker. Das ist die Firma Elektro Daniela aus Feschingen. Mhm. Und halt, das ist auch eine Firma, die schon sehr lange am Markt ist und auch sehr gut gearbeitet hat. Sehr schön. Gut, dann gehen wir am besten mal hoch. Ups. So, das heißt, ich habe auch mit dem Thema Schornstein eigentlich nichts am Hals, oder? Nee, das entfällt bei der Wärmepumpe. Ganz spannend. Ja, ihr habt eine Treppe. Dann geht es nach oben. Und da habe ich dann nochmal ganz viele Zimmer. Das hier ist die Südseite. Ja. Ihr habt Rollos in jedem Zimmer angebracht. Hier vorne ist die Sprechanlage für die Haustür mit drin. Die ist zentral auf jeder Ebene. Links ist ein großes, geräumiges Bad. Und ihr habt Rollos an jeder Seite, die funktionieren über Solar. Das heißt, ich kann die auch zumachen, wenn ich möchte. Genau, so ist es, ja. Ich kann das gerne mal vorführen. Ja, mach mal bitte. Ich habe eine Fernbedienung mit dabei. Dann kann man, wenn die Sonne heiß scheint, die Sonne komplett draußen lassen. Wichtig ist ja auch ein Sonnenschutz, der von außen da ist. Man sieht das ja bei Velux ab und zu mal innen, das bringt nicht so viel. Nee, also halt wie gesagt, es ist ein großer Unterschied, ob der Sonnenschutz, ob der außen liegt oder innen. Weil wenn der jetzt beispielsweise hier innen liegen würde, dann wäre ja die Wärme oder die Hitze im Sommer schon drin. Und durch dieses Velux-System, durch diese außenliegenden Rollläden bleibt die Hitze schon von vornherein dorthin, wo sie hingehört, nämlich raus. Okay, wenn du so lieb bist, mal kurz Stopp machst, sonst wird es zu dunkel. So ist es, da ist das Bad. Ja, Spiegel und so weiter, das kann noch bestimmt werden. Ihr habt aber eine große bodenebene Dusche. Das ist Stand der Technik. Wenn du mal kurz aufmachst, die Tür. Gerne. Die ist riesengroß. Ich kann sie also sehr, sehr bequem öffnen, sogar von beiden Seiten. Und habe dann einen komplett barrierefreien Zugang hierzu. Eigentlich das Haus selbst ist nicht barrierefrei, muss man dazu auch sagen. Es hat eine Treppe. Genau, also barrierefrei in dem Sinn ist es nicht, nein. Aber sehr schön ist die Heizung, wenn du nochmal kurz aufmachst. Hier kommt noch ein Stopper hin. Also wir sind noch nicht bei der Endabnahme. Das hat man auch gesehen. Ich habe einen Handtuchhalter mit dabei. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Ja, ihr habt ja auch ganz gute
Mischarmaturen von Grohe habt ihr verwendet, also Qualität? Ja, auf jeden Fall. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Weil halt, wie gesagt, bisher hatten wir kaum Gewährleistungsfälle, also nichts Großes. Und von daher, das ist Qualität. Also wer einmal schlecht baut, baut zweimal. Sehr schön. Gut, wenn du mal so lieb bist, geh mal vor. Ja. So, das mal sehen. Das Zimmer hier haben wir eben schon mal kurz angedeutet. Hier sind wir drin. Ja, die Räume sind alle sehr hell. Ihr habt viele Fensterflächen. Das hier ist auch ganz modern. Man kann auch komplett rausschauen. Das kann ich aber, wenn ich will, mit der Folie auch zumachen. Ja, natürlich. Das kann man dann unten mit diesen Blizzets zumachen. Gerne. Das heißt also von unten nach oben, genau. Dass ich keine Beeinträchtigung habe, wenn mich das stören sollte. Ja, das Schöne ist, in jedem Raum habe ich eine eigene Temperaturregelungsanlage, die automatisch sogar geht mit Tag-Nacht-Schaltung. Das ist schon sehr praktisch mit der Luftwärmepumpe. Und, gehen wir kurz hier rüber, das wäre dann das Schlafzimmer. Beziehungsweise ich habe zwei, ah ja stimmt, es ist gespiegelt, ist hier auf der Seite. Und auch hier habe ich Außenrollos, das heißt, wenn mich die Sonne zu sehr stört oder ich möchte gerne schlafen gehen, dann kann ich die ganz einfach runter machen. Genau, wenn du mal so lieb bist, mal kurz mal runter machst. Der Ausblick, das wäre dann Ihr Ausblick auf die Natur. Ist auch gleich weg, Rollo geht runter. Und nochmal hoch bitte. Sehr praktisch. Wenn du mal so lieb bist, mal kurz aufmachst. Natürlich. Guck mal raus. Ja, der Haufen kommt natürlich weg. Das wird alles schön gemacht, oder? Ja, natürlich. Sind wir gerade mittendrin, ja. Steht der Bagger. Jetzt ist Mittagspause. Natürlich eine riesen Angelegenheit. Wann habt ihr angefangen mit der Planung? Also angefangen mit der Planung haben wir 2019. Also Januar 2019 rum. Du hast mir erzählt, es wird immer schwieriger, Handwerker zu finden. Das heißt also, es gibt viele Handwerker, die... Ja. Hallo, da geht's gut? Firma. Ja, das ist die Firma. Das ist die Firma MB-Bau, mein Schwager. Und der macht hier die Außenanlagen und hat auch den Rohbau erstellt. Ja. Ah, sehr spannend. Ich bin klar, gleich nochmal unten, okay? So, gehen wir mal ins Elternschlafzimmer kurz mal rüber. Auch hier überall LAN. Ah, hier ist die Aussparung, die ich dann... Aber das hier könnte zum Beispiel ein Kinderzimmer sein oder könnte auch ein Arbeitszimmer sein. Ja, genau, Kinderzimmer, Arbeitszimmer, ja. Also ich sage jetzt mal, mit zwei Kindern, denke ich, geht das hier, ja. Also wir haben zwei Kinderzimmer hier auf der Ebene und ein Elternschlafzimmer. Sehr schön, also ziemlich groß. Ich gehe mal gerade auf die andere Ecke, dass man es hier mal sieht. Ja, Haus bauen im Jahr 2020. Du hast mir erzählt, die Baukosten sind in den letzten Jahren explodiert, wenn man das mit lokalen Handwerkern macht. Und ihr müsst das auch teilweise weitergeben. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Eure Zielgruppe ist natürlich hier ganz klar auch die Uniklinik. Ja, die ist vorrangig, ja. So, ich guck mal gerade hier oben. Hier hat man noch einen ganz großen Speicher. Auch hier, der ist komplett isoliert. Das bedeutet, es wird nicht besonders heiß. Also wenn ich hier was Hochwertiges reinmache, brauche ich wahrscheinlich nicht erwarten, dass ich hier 60, 70 oder 80 Grad habe. Oder im Winter das Ganze friert. So, das heißt, hier kann man hochgehen und kann dann auch Sachen lagern. Da oben ist es. Ja, das ist ein Überblick. Und damit Sie auch mal sehen können, wie das Ganze entsteht. Wir haben nämlich auf der rechten Seite noch ein Rohbau. Da ist das gleiche Haus in grün. Da können Sie auch mal sehen, wie das Haus gebaut wurde. Es ist kein Fertighaus, oder? Nee, das ist Stein auf Stein, ja. So, hier sieht man auch die Decke. Die ist komplett gegossen aus Beton. Ja, genau so ist Stahlbetondecken. Und halt oben sieht man die Trittschalldämmung, diese zwei Styroporplatten. Und oben drüber der Estrich, ja. Aber das wird noch verkleidet. Ja, ja, klar. Das ist, da gehe ich mal von aus. Ja. Ja, es ist so, die Häuser sind zu haben. Das Thema Kaufpreis, ich habe keinen Makler dazwischen hier? Im Moment nicht, nein. Gut, das heißt also, wenn ich jetzt Interesse habe, spare ich mir auch noch die Maklergebühr. So, wir gucken uns gleich mal um, gehen mal in das zweite Haus rein. Was ist hier vorne geplant? Was hier vorne ist geplant, also hier vorne halt die Gehwege und ansonsten Rasenfläche. Oder wenn man es will, kann man auch Kiesbeete hinmachen. Das geht auch noch, ja. Wir schauen uns mal den Rohbau an, die Qualität. Und hier ist ja noch ganz vieles zu sehen aus der Bauphase, was drüben schon fertig ist. Das heißt, ich habe also hier einen kompletten Estrich noch mit drin. Hier sieht man auch, wie ist die Beschaffenheit.
Draußen sind auch noch Baggerarbeiten am Laufen. Gehen am besten mal rein. Kommt gleich mal mit. Und hier ist praktisch das gleiche Haus, denn nochmal auf der rechten Seite gespiegelt. Ja, Stein auf Stein, das große Thema. Auch die Baustoffe kommen hier aus der Gegend. Genau, die kommen hier auch aus der Gegend, genau, ja. Ja, tatsächlich genau das gleiche, spiegelverkehrt. Hier vorne steht noch die Badewanne. Das heißt, die beiden Häuser, die sind derart stark entkoppelt, dass man sich gegenseitig nicht hören kann, oder? Das heißt, die sind nicht aneinander gebaut, die haben jeweils eigene Wände? Genau so ist es. Jedes Haus hat seine eigene Wand, ja, genau. So, hier habe ich dann auch die Möglichkeit, von hier aufzumachen und direkt auf direkt rauszugehen? Genau, mit hier. Mit beiden Türen? Genau, mit beiden Türen kommt man hier auf die Terrasse, ja. So, da sieht man auch mal den Rohbau. Ja, wenn es denn fertig ist in 4 Wochen, zum Ende hin geht es wahrscheinlich sehr schnell, oder? Ja, schon, ja, auf jeden Fall. Also jetzt, also die Hauptarbeit, sage ich jetzt mal, ist gemacht. Also außer hier ist doch noch ein bisschen Arbeit, aber die Termine muss ich dann halt separat abklären. Aber wenn ich die Termine abgeklärt habe, dann werden sie auch eingehalten. Das heißt also, wenn ich jetzt das rechte Haus haben möchte, hier können wir noch Eigenleistung reinstecken, noch ein bisschen Geld sparen. Da ist noch nicht jedes Gewerk vergeben, richtig? Weitestgehend schon, außer halt Malerarbeiten und Fußbodenlegerarbeiten kann man selbst machen. Weil natürlich derjenige seine Farbe noch auswählen kann. Ja, auch hier genau das Gleiche. Hier ist alles noch verputzt, verklebt, damit die Maler da nichts kaputt machen. Schön. Hier sieht man dann auch nochmal den Aufbau. Und da ist auch der Zugang dann zum Dachboden. Ja, eine komplette Spiegelung vom Haus. Das heißt, das große Zimmer ist dann auch hier. Hier ist das Elternschlafzimmer. Sehr schön. Ja, wenn ich jetzt Interesse habe, sehe das Ganze jetzt, will vielleicht eine Geldanlage haben, die ich eventuell auch vermieten kann. An wen soll ich mich wenden? Also am besten direkt an mich, an Christoph Fest. Die Adresse wird später eingeblendet, die Kontaktdaten. Christoph, erstmal vielen Dank fürs Gucken. Wir sind in Kürberg, Homburg-Kürberg. Ja, wenn Sie Interesse haben an diesem tollen Haus, wenden Sie sich an Christoph Fest. Ja, vielen Dank erstmal, Christoph. Das ist Video Nummer 1 für dich. Ja, ziemlich, ja. Das erste Mal, ja. Okay, hast du gut gemacht. Dankeschön. Vielen Dank, ja. Tschüss.